Wolfgang, bist du da? Schön, stell dich mal da vorne hin. Herzlich willkommen in den Kunsträumen der Michael-Horbach-Stiftung zu der Ausstellung Die Unbeugsamen, vier Frauen in Kabul, eine Multimedia-Ausstellung von Leila Amazai, kuratiert wurde die Ausstellung von der Katharina Muratidi, ist Geschäftsführerin der Gesellschaft für humanistische Fotografie Berlin. Und sie wurde kuratiert von der Gisela Kaiser vom Willy Brandt Haus. Dort wurde die Ausstellung 2015 gezeigt. In Raum 4, das ist, wenn Sie durchgehen, zeigt der Fotograf Helmut Hergarten. Er zeigt Familienporträts von Flüchtlingen in ihren temporären Unterkünften. Ja, die vier Frauen, eigentlich porträtiere ich die länger. Ich beobachte die Frauensituation schon länger in Afghanistan, weil die stellvertretend für den ganzen Afghanistan ein bisschen mehr Inhalt haben. Für mich zeigt es diese Auf und Ab der Frauen auch so ein bisschen diese politischen Zustände in Afghanistan. Die Fotoserie Welcome Families and Friends ist entstanden aus einer Idee, Familienporträts von Flüchtlingen zu machen. Mit Hilfe einer arabisch sprechenden Marokkanerin ist dann der Erstkontakt erfolgt, nachdem ich mir eine Freigabe der Behörden geholt hatte.